Diese Bienen haben den Winter gut überstanden. Doch nun bedrohen Futtermangel, Pestizide und Parasiten ihr Leben. Weltweit verenden so viele Bienenvölker wie noch nie, mit dramatischen Folgen für unsere Ernährung. Zwei Imker aus Mecklenburg-Vorpommern haben dem Bienensterben jetzt den Kampf angesagt. Mirko Lunau ist Bio-Imker in der Nähe von Schwerin. Er macht sich große Sorgen um seine Völker. Denn seine Imkerei liegt inmitten von Raps-Monokulturen, die regelmäßig mit Pestiziden besprüht werden. Das muss sich ändern, meint Lunau und hofft, dass er dagegen etwas ausrichten kann. Ich bin hier mit den Augen des Touristen durch Mecklenburg gefahren, als wir uns gefragt haben, wo wollen wir denn leben in Zukunft. Und ich finde es hier nach wie vor sehr, sehr schön. Aber ich habe auch erst dann angefangen nachzudenken über Landwirtschaft und wie weit wir inzwischen die industrialisiert haben. Und da sehe ich eben, den Bienen geht es eben nicht gut, hier in diesen industriell intensiv genutzten Landschaften. Zumal ja das hier keine Lebensmittel sind, ne? Das sind Energiepflanzen. Also das meiste hiervon landet nicht auf dem Teller, sondern landet in irgendwelchen Maschinen. Und doch ist der Raps im Frühsommer die Hauptnahrungsquelle der Bienen. Wenn er nicht mehr blüht, gibt es wochenlang keine Nahrung mehr für sie. Die meisten Landwirte bauen hier Monokulturen an. Mirkos Imkerei liegt im 600-Seelendorf Kamps. Auch wenn es nicht so aussieht, finden die Bienen während des Sommers kaum noch Nahrung. Sie überleben nur, weil der Bio-Imker ihnen viel Honig lässt. Im Herbst überprüfen Mirko Lunau und sein Kompagnon Hartmut Held noch einmal die Bienenstöcke. Man hört das an dem Summton schon, wenn es ihnen nicht so gefällt, ne? Mit dem Rauch beruhigt Hartmut die Tiere. Seit 4 Jahren imkern die beiden gemeinsam. Noch nie war es so schwer, die Bienen gesund zu halten. Wenn schon der Sommer eine Herausforderung war, wie wird dann erst der Winter? Dieses Jahr war es einfach so, dass unsere Völker im Sommer wochenlang nichts gefunden haben und gehungert haben. Obwohl wir immer sehr viel drin lassen bei jeder Schleuderung, sind die an ihre Grenzen gekommen und es war knapp davor, dass sie verhungert sind. Und wenn das so weitergeht, ja, dann wird es mit der Biene nicht bergauf gehen. Also da muss was auf jeden Fall passieren. Geschwächt durch Hunger und Pestizide befallen immer häufiger Milben ganze Völker. Wie fast alle Imker müssen auch die beiden Bio-Imker ihre Bienen behandeln. Ja, das ist jetzt die Restentmilbung, sagt man, also gegen die Varroa-Milbe. Alles, was man im Spätsommer mit der Ameisensäure nicht geschafft hat, zu beseitigen von Milben, das macht man jetzt im Winter, damit das Volk im nächsten Jahr mit einer geringen Startpopulation an Milben loslegen kann. Weil die sich so schnell entwickeln, die Milben, muss man versuchen, möglichst an Null kommt man nicht. Die Völker überwintern trotzdem mit Milben, aber mit wenig Milben, hoffen wir. Na, wenn man überschlägt, 100. Wir sehen hier Milben liegen, die kleinen, runden, leicht ovalen. Und zum Teil, wenn der Befall zu groß ist pro Zelle, wenn da vielleicht sogar 2 reinkrabbeln, dann kommen halt schon geschädigte Bienen aus der Zelle raus. Nicht nur geschwächte, sondern auch verkrüppelte Bienen, die gar nicht mehr lebensfähig sind. Wird die Behandlung anschlagen? Noch wissen sie nicht, ob ihre Bienenvölker den nächsten Winter überstehen. Vom Imkern allein können die Familienväter nicht leben. Die Mosterei ist eine zusätzliche Einnahmequelle. Sie mosten für Obstbauern aus der Umgebung und verarbeiten Bio-Obst von der eigenen Streuobstwiese. Dort steht auch ein Teil ihrer Bienenstöcke. Einmal hängt die Biene und das Obst ja direkt zusammen. Also ohne die Bienen hätten wir keine Äpfel an den Bäumen. Und gleichzeitig ist natürlich so ein Apfel ist auch was Tolles an sich. Also historische Sorten zu pflegen, den Genpool zu erhalten und gegen dieses Einerlei in den Supermärkten anzugehen, auf kleinen Flächen, das ist uns schon auch ein Anliegen. Nach geeigneten Flächen für den Bioanbau mussten sie lange suchen. Denn in der Region wird vor allem im großen Stil produziert. Kleine Betriebe haben da kaum eine Chance, Land zu pachten oder zu kaufen. Inzwischen ist es Winter geworden. Hartmut und Mirko nutzen die Winterruhe, um die nächste Saison vorzubereiten. Beide investieren viel Zeit und Geld in die biologische Bienenhaltung.
Biologisch heißt, in erster Linie geht es um die Biene, nicht um den Honig. Anders als die meisten konventionellen Imker halten sie die Tiere so naturnah wie möglich und erfüllen damit die Auflagen des Ökoverbandes Demeter, für den die beiden Honig produzieren. Hartmut stammt aus Greifswald und imkert seit mehr als 20 Jahren. Mirko, gelernter Tischler und studierter Meeresbiologe, ist nach 4 Jahren eher neu im Geschäft. Wenn ich mit Hartmut an den Bienen bin, dann erlebe ich darüber eine Qualität, die ich gerade erst anfange zu entdecken. So dieses Wir haben mit dem Bienenvolk ist. Da entsteht so eine Einheit und das ist ganz beeindruckend zu sehen. Insofern war das schon lieber auf den ersten Blick. Der Deckel ging auf und da waren die Bienen und da war Hartmut und dann passte das zusammen. Bei Mirko war es eigentlich von Anfang an so, dass er durch sein Interesse, ja, durch seine Nachfragen eigentlich mich auch immer wieder daran dazu gebracht hat, neu über Sachen nachzudenken. Das ist bis heute noch so und da bin ich auch froh drum. Aber das war ein Grund, warum ich gerne mit ihm mehr in der Richtung machen wollte. Sie haben ein neues Bienenhaus entwickelt, mit mehr Platz als in konventionellen Stöcken. Hier können die Bienen ihre Waben so bauen wie in der Natur. Jetzt hoffen Mirko und Hartmut, dass die Tiere das neue Haus auch annehmen. Glückwunsch. Gleichfalls. Wenige Tage später sind die beiden vom Chemieunternehmen Bayer zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Im Sommer ließ der Konzern auf einem Versuchsfeld in der Nähe eines seiner Pestizide testen, das die EU vor 2 Jahren verboten hatte. Bayer will nun vor Gericht erreichen, dass es wieder zugelassen wird. Wir haben ein schwieriges Jahr mit den Bienen hinter uns und können eben auch nicht genau durchschauen, woran es wirklich liegt. Es muss dieses Thema Pestizide, es muss irgendwo da mit eine Rolle spielen, wo wir nicht wissen, wie wirklich. Und für mich heute ist es eigentlich auch ein spannender Tag, weil es mich schon interessiert, was die da rausgekriegt haben. Hohe Erwartungen habe ich nicht. Ich habe so eine Idee, was die uns da erzählen werden und bin gespannt, ob sich das tatsächlich so einstellt. Welche Ergebnisse wird Bayer den Landwirten und Imkern präsentieren? Hartmut und Mirko wirken angespannt. Werden sie die Möglichkeit haben, kritisch nachzufragen? Der Dienstleister namens Tier 3 Solutions hat die Studie für Bayer durchgeführt. Das verbotene Pestizid gehört zu den sogenannten Neonicotinoiden, eins von Bayers umsatzstarken Produkten. Hartmut und Mirko befürchten, dass sie nicht wirklich etwas über die Nebenwirkungen des Nervengifts erfahren werden. Journalisten haben hier keinen Zutritt. 2 Stunden lang wird die Studie vorgestellt, mit der Bayer gegen das EU-Verbot vorgehen will. Am Ende gibt's Geschenktüten für alle. Das Ergebnis: Ein schädlicher Einfluss des Neonicotinoids auf Bienen ist laut Studie nicht nachweisbar. Ich denke, dass die Interpretation der Ergebnisse vorschnell ist und nicht wirklich ausgegoren und auch nicht wirklich wissenschaftlich. Und was mich schon schmerzt jetzt als Imker, der betroffen ist, und als Bürger, der in dieser Landwirtschaft irgendwie auch zu leben hat, dass mit diesen Ergebnissen jetzt aber dann in wenigen Wochen vor der EU dieses Urteil angefochten wird. Und ich denke, das ist nicht in Ordnung. Bis Ende des Jahres muss der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob das Verbot beibehalten wird. Dann ist eine Vertreterin von Bayer doch noch zu einer Stellungnahme bereit. Nur über die Studie will sie nicht sprechen. Für mich war heute das Kern oder die Kernaussage, dass man noch mal auch sowohl von der Imkerseite als auch von der landwirtschaftlichen Seite sich dafür ausgesprochen hat, dass man gemeinsam Dinge bewegen muss, gemeinsam Dinge nach vorne bringen muss, um so letztendlich erfolgreich zu sein. Auch im Sinne der Bestäubungsleistung und auch im Sinne eines nachhaltigen Pflanzenschutzmitteleinsatzes. Doch warum sterben die Bienen vor allem dort, wo intensive Landwirtschaft betrieben wird? Darauf haben Mirko und Hartmut keine Antwort bekommen. Als Imker könnte man jetzt rausgehen und sagen, juhu, ist ja nichts weiter. Haben wir keine Probleme, schön, geht's weiter. Aber dann, ja, denke ich, aber unseren Bienen geht's doch wirklich nicht so gut. Irgendwo dran muss es doch liegen. Noch auf dem Heimweg fassen Mirko und Hartmut einen Entschluss. Sie wollen Gewissheit. Was nehmen ihre Bienen an Schadstoffen von den Feldern auf? Sie schicken eine Honigprobe aus dem vergangenen Jahr zur Analyse in ein unabhängiges Labor. Die Untersuchung ist langwierig und kostet 500 €. Wird sie Klarheit schaffen?
Wir sitzen das ganze Jahr und machen uns Gedanken, wie es den Bienen geht, versuchen wesensgemäß zu imkern. Und gleichzeitig haben wir aber mit Sachen zu tun, die von außen kommen, die wir nicht beeinflussen können. Und damit wir jetzt mal genau wissen, woran wir sind mit unserem Honig, wollen wir den untersuchen lassen. Und sind gespannt, was dabei rauskommt. Und wollen damit eigentlich auch offensiv umgehen, der Kundschaft gegenüber. Ja. Ja, wenn es Pestizide gibt da drin, und davon kann man fast ausgehen, denn die Biene ist eben nicht wie ein Huhn oder ein Schwein, was man einsperren kann. Die fliegt halt hier in die Gegend. Und die sucht den Nektar da, wo sie ihn findet. Und das sind eben auch konventionelle Flächen natürlich. Wenn der Honig bei den Grenzwerten liegt, darf er nicht verkauft werden. Wir hoffen, dass er auf jeden Fall unter den Grenzwerten liegt. Liegt die Belastung über dem offiziellen Grenzwert, steht ihre Existenz als Imker auf dem Spiel. Ein warmer Tag im April. Heute wollen Mirko und Hartmut zum ersten Mal nach der Winterruhe ihre Bienenstöcke öffnen. Haben ihre Völker überlebt? Und hat die Behandlung gegen die Varroa-Milbe gewirkt? Aber hier musst du noch mal gucken, Hartmut. Ich habe hier vereinzelt. Grille? Ja, guck dir mal die Zellen an. Aber es sieht nicht gut aus, oder? Ja, die Königin hat angefangen zu legen. Aber aus irgendeinem Grund hat sie auch wieder aufgehört auf dieser Wabe. Hier sind Zellen, Brutzellen, die bald schlüpfen. Das heißt, sie hat vor 2 bis 3 Wochen gelegt. Das befriedigt uns jetzt aber noch nicht. Damit wissen wir nicht, ob eine Königin da ist. Aber es kann auch sein, dass sie keine Eier mehr legen kann, weil sie irgendwie Altersgrenze auch erreicht hat und keinen Spermienvorrat mehr hat und eben keine Eier mehr legen kann. Ohne Königin stirbt das Volk. Konventionelle Imker würden in dem Fall eine Fremde einsetzen. Mirko und Hartmut hoffen, dass die Bienen selbst eine neue Königin erschaffen. Aber die meisten ihrer Völker haben den Winter gut überstanden. Auch die Milbenbelastung ist gering. Insgesamt hört man ja, in Deutschland ist es ein schwieriges Jahr. Es wird von 30% Völkerverlusten ausgegangen. Normal, in Anführungsstrichen, sind 10%, was ich auch schon sehr viel finde. Und dieses Jahr sollen es eben 30% sein. Wirklich sicher weiß man es auch erst in ein paar Wochen. Ne? Die Bienen sammeln jetzt den Pollen von Obstbäumen und Rapspflanzen. Wenn die verblüht sind, drohen sie zu verhungern. Mit dramatischen Folgen für die Umwelt. Immerhin werden 80% aller Pflanzen von Bienen bestäubt. Hartmut und Mirko sind auf einem guten Weg. Doch sie ahnen nicht, dass es schon bald Probleme geben wird. Dicker Brief. Das Laborergebnis mit der Honiganalyse ist endlich da. Das Entscheidende ist ja das jetzt hier, was uns interessiert, ne? Acaricide, ja. Thiacloprid. 0,2. Das ist der Grenzwert, 200 Mikrogramm pro Kilogramm. Und 0,04. 4 Mikrogramm pro Kilogramm haben wir drin. Das verbotene Neonicotinoid von Bayer wurde nicht nachgewiesen, aber ein anderes zugelassenes Pestizid des Konzerns. Die Rückstände liegen jedoch unter dem gesetzlichen Grenzwert. Ja, es kommt erstmal keine große Überraschung raus, weil wir damit gerechnet haben, dass im Honig, auch in unserem Honig, auch im Bio-Honig, Rückstände zu erwarten sind, weil auch unsere Bienen in der Landschaft leben, von der wir umgeben sind. Und die ist nun mal geprägt, hier massiv von der Landwirtschaft und damit eben auch von den Spritzmitteln, die mit der heutigen Landwirtschaft verbunden sind. Ja, und auch die Biene ist da nicht in der Lage, Naturprodukte, ein reines Naturprodukt zu produzieren, wenn die Natur nicht mehr rein ist. Ich bin gar nicht so undankbar über die Rückstände. Das ist so ähnlich wie mit der Milbe. Weil sie macht eben darauf aufmerksam, dass es das, was nicht in Ordnung ist. Und es ist für uns nochmal Gelegenheit, dem Kunden auch zu sagen, es geht nicht um Rückstandsfreiheit, sondern es geht darum, dass wir als Demeter-Imker mit den Bienen einfach anders umgehen. Leben wir damit oder versuchen wir auch unsere Bienen vom Raps fernzuhalten? Ich meine, das ist ein Trend heutzutage, dass die Bienen in die Städte gebracht werden, weil da das Problem nicht auftritt. Aber irgendwo ist die Geschichte endlich und auch in der Landwirtschaft. Die Biene ist ja nötig. Es ist ja nicht nur der Raps, der hier blüht, es ist das Obst, was blüht. Sie wollen das Ergebnis Demeter melden. Wie wird der strenge Ökoverband darauf reagieren? Bisher hat er keine eigenen Grenzwerte für Honig. Was bedeutet die Pestizidbelastung für ihre Bienen? Mirko und Hartmut suchen Antworten in Berlin. Im Institut für Biologie und Neurobiologie an der Freien Universität sind sie mit Professor Randolf Menzel, einem international anerkannten Bienenforscher, verabredet. Der Wissenschaftler tritt immer wieder als Gutachter in Gerichtsprozessen gegen Chemiekonzerne auf.
Seit Jahrzehnten erforscht Randolf Menzel das Bienengehirn, speziell die Auswirkung der Neonicotinoide auf das Nervensystem. In mehreren Studien konnte er nachweisen, dass die Nervengifte Bienen schädigen. Sie beeinträchtigen das Gedächtnis und die Bewegungsabläufe der Insekten. Also wenn Sie Neonicotinoide aufnehmen, zum Beispiel chronisch, weil Sie in einem gespritzten Rapsfeld fliegen, dann tanzen Sie nicht mehr. Und wenn Sie tanzen, dann tanzen Sie falsch. Und also Ihr Verhalten ändert sich, obwohl Sie nicht sterben. Genau, genau. Sie und haben damit ist das ganze Volksgefühl ja auch gestört dann, nicht? Richtig. Und dazu kommt natürlich, dass es da so einen Cocktail-Effekt gibt. Es ist ja nicht nur das eine Gift, was gerade ausgebracht wird, sondern es sind andere Faktoren. Wetterbedingungen, Nahrungsangebot, Krankheiten, Varroa, Viren. All diese Faktoren wirken ja zusammen und verrückterweise, und das weiß man inzwischen, ist es eben nicht nur sozusagen eine Addition der Faktoren, sondern es ist manchmal eine echte Potenzierung. Der Besuch bei Professor Menzel hinterlässt bei beiden Männern Fragen. Können sie als Bio-Imker überhaupt noch in Mecklenburg weitermachen? Inmitten einer industriellen Landwirtschaft? Am Nachmittag sind sie in Berlin-Kreuzberg in einem stillgelegten Kraftwerk mit einer Stadtimkerin verabredet. Erika Meyer hält ihre Völker auf dem Dach, 13 Stockwerke hoch. Also wir sind hier auf jeden Fall in Kreuzberg von der Pflanzenvielfalt wirklich super. Also der Honig schmeckt hier außerordentlich gut. Ne? Also es gibt eben so Orte, da schmeckt er besser und andere Orte schmeckt er nicht so gut, je nachdem. Aber ich muss schon sagen, hier diese Gegend, das ist echt gut gewählt. Ganz toll. Ja. Ihre Bienen sind, wie die der meisten Stadtimker, gesund und kräftig. Sie fliegen überwiegend Baumblüten an, die hier nicht mit Pestiziden belastet sind. Außerdem gibt es noch Schrebergärten und Balkone, wo sie genügend Nahrung finden. Du hast das Gefühl, sie sind verloren. Ja, irgendwo schon so. Ne? Dem allen ausgeliefert. Sie haben erstmal nicht das, was man der Biene gönnt, eigentlich so. Ne? Sehe ich zumindest von hier nicht. Sie holen sich das denn schon irgendwo her. Sie finden das schon. Aber erstmal ist der Eindruck so. Ja. Denn an dieser Wand hier, schrecklich eigentlich. In der Stadt gibt es von Frühjahr bis Herbst durchgehend Futter für die Bienen. Verhungern wie auf dem Land können sie hier nicht. Wenn ich bei uns auf die Blumenwiese gucke, da stehen die Holzkisten mit den Bienen in Mecklenburg, so Idylle pur. Und ich weiß, bei den Bienen geht es überhaupt nicht gut in dieser Landschaft. Dann stehe ich hier in der Stadt auf so einem Asphaltdach, an so einem Kraftwerk in der Betonwüste und weiß, den Bienen geht es hier super. Also wie ich das zusammenkriege, weiß ich immer noch nicht. Für die beiden Imker gehören die Bienen aufs Land. Trotz Pestiziden und Monokulturen. Denn dort werden sie dringend zur Bestäubung gebraucht. Mirko und Hartmut ist klar geworden, dass sie mehr Mitstreiter im Kampf für die Biene gewinnen müssen. Sie geben einen Kurs in der Imkerei, um andere für die Insekten zu begeistern. Ihr habt vielleicht noch ein Bild davon, wie das aussah das letzte Mal. Das ist ja so der schwächste Kandidat auf dem Stand oder vielleicht in unserer ganzen Imkerei. Doch die vergangenen Monate haben sie stark verunsichert. Immer öfter sind die beiden jetzt unterschiedlicher Meinung, auf welche Art sie die Bio-Imkerei betreiben wollen. Hat ihre Zusammenarbeit noch eine Zukunft? Die Königin legt Eier. Aber für mein Gefühl ist das hier alles nicht im Gleichgewicht. Ne? Was die Bienenanzahl angeht und die Brutflächen, wo sich wenige Bienen, die sind jetzt alle zu Hause, muss man sich überlegen, ne? Wo sich wenige Bienen um viel Brut irgendwie kümmern müssen und das überhaupt nicht schaffen. Vielleicht hat es einen Grund, warum die hier nicht. Ich nehme die wieder mit nach Hause und ist gut. Ich freue mich eigentlich über die Kiste. Ich finde die total schön. Alles auf einem Raum. Also das ist, die Kiste muss zum Imker passen und für mich passt die nicht. Die Frage war hier gerade, warum sich so eine Biene auch manchmal nicht richtig entwickeln. Vielleicht hat das was mit der Stimmung der Imker auch zu tun. Und das meine ich eigentlich nicht nur spaßig. Dann musst du sie mitnehmen. Ja, habe ich gerade gesagt. Ja. Ihre unterschiedlichen Vorstellungen haben sie auseinandergebracht. Beide wollen aber weiterhin als Bio-Imker für die Biene kämpfen. Nur nicht mehr zusammen. Also, wenn ihr überlegt, euch Bienen anzuschaffen, vielleicht ist es gut, wenn das zwei gleichzeitig wollen. Ne?
Also ihr könnt gar nicht auseinandergehen. Wir rufen uns an. Könnte auch ein Besentier sein statt mir hier. Ne? Das würde auch gehen. Nur den Bienenkurs wollen sie weiterhin gemeinsam geben. Der große Vorteil der Kiste, man sieht sonst nie ein Volk in Gänze. Ne? Unglaublich. Ist das ein Drohn da? Jawohl. Ja. Und hier die Weiselzelle. Sind mehrere schon. In der Weiselzelle wächst die Königin heran. Wenn wir die Zelle mal sehen, da ist eine dicke Made schon drin. Das dauert noch 5 Tage, dann schwärmt ihr. Ja. Aber ihr werdet sehen, wir ernten, dann ist man überrascht, was hier auch an Honig rauskommt. Auf dieser Keine Kiste. Frage, wir haben hier gut mit geerntet und wir haben nicht viel Aufhebens um das Volk gemacht. Das hat sich so schön entwickelt und dies Jahr wieder. Also das ist aber die gute Entwicklung, hängt auch damit zusammen, dass wir beide ein relativ gutes Gefühl zu der Beute haben. Ne? Wenn du es so sagst. Was bedeutet die Trennung für Ihre Freundschaft? Im Persönlichen ist das natürlich traurig, also für uns beide auf der einen Seite. Und für mich ist das Bild, wir sind eben wieder auseinandergeschwärmt. Und das, was jetzt kommt, wird von dem Austausch, glaube ich, auch leben. Und aber auch davon, dass man eben erlebt, dass der andere seinen Weg geht. Und indem er den Weg gehen kann, kann man sich wieder Dinge abgucken. Und wir können uns anders begegnen als vorher wieder. Diese finanzielle Entflechtung war einfach zentral wichtig. Für dieses Jahr steht für mich, dass ich effektiver noch arbeiten muss und deswegen im Vergleich zu Mirko wahrscheinlich mehr Kompromisse machen kann. Mehr Kompromisse machen muss, was das Wesen der Biene angeht. Mirko hingegen will erreichen, dass seine Bienen widerstandsfähiger werden. Deshalb wird er noch weniger als bisher in ihre natürliche Lebensweise eingreifen. Für ihn heißt das vor allem, die Bienen schwärmen lassen. Naja, in der modernen Imkerei ist dieser Fall eigentlich ein Betriebsunfall, dass so ein Bienenvolk schwärmt, weil der Imker heute versucht, dieses Schwärmen zu unterbinden. Aber man muss sich eben klar machen, das ist die natürliche Vermehrung der Bienen. Wenn Bienen schwärmen, verlieren die Imker die Kontrolle über das Volk. Und sie verlieren Honig, weil der Schwarm jeden Tropfen für seine neue Brut braucht. Ja, es wird gleich ruhiger, wenn das Wasser die Flügel zum Stillstand bringt. So. Den neuen Bienenstaat fängt Mirko ein. Entscheidend ist, dass die Königin mit dabei ist. Ja, die brummen schon ganz zufrieden und ruhig. Da ist die Königin dabei. Die ziehen auch schon nach oben. Sie setzen sich hier unter den Deckel und über Nacht verteilt die Königin ihre Pheromone. Und dann ist das morgen wieder eingeschlossenes Volk und kann so dann neu einziehen in ein neues Zuhause. Mirko ist jetzt ständig unterwegs und jagt seinen Bienenschwärmen hinterher. Dass diese Völker ihm erstmal keinen Honig liefern, nimmt er in Kauf. Für ihn ist die Bestäubungsleistung der Biene sowieso wichtiger. Deswegen findet Mirko, dass es auch Imker geben sollte, die nur für die Pflege der Tiere bezahlt werden. Hartmut ist inzwischen wieder in seine alte Imkerei im Dörfchen Pekatel zurückgekehrt. Er will nicht auf den Honigverkauf verzichten. Er braucht das Geld. Außerdem ist der Handel mit Biohonig seiner Meinung nach ein guter Weg, Unterstützer für die Bienen zu finden. Ich merke, dass ich eine rentable Imkerei führen will. Aber mit der Ausrichtung auf wesensgemäße Imkerei. Und das will ich vereinen und mit einer Wirtschaftlichkeit. Und den Ansatz sehe ich bei Mirko nicht. Und ich glaube, das ist mein Anliegen, das zu zeigen, dass man auf die Biene gucken kann, dass man wesensgemäß imkern kann und trotzdem einen Erlös daraus erzielen kann. Und der Weg dahin, ich glaube, der hat uns auseinandergebracht. Weil ich mir da vielleicht auch nicht so viel Zeit gebe wie Mirko selber. Sorgen machen Hartmut nach wie vor die Pestizide. Er sieht keine Anzeichen dafür, dass die Landwirte zukünftig den Einsatz von Spritzmitteln einschränken. Was passiert, wenn sein Honig in diesem Jahr noch stärker belastet ist? Also das ist eigentlich eine Katastrophe.
Ja, aber müssen wir sehen, wie das weitergeht und wie auch andere Demeter oder andere Bio-Imker darauf reagieren. Nicht nur der Verband. Da sind jetzt viele gefragt, sich darüber Gedanken zu machen. Nach der geschäftlichen Trennung von Mirko will Hartmut seinen Kundenstamm erweitern und verstärkt Bio-Supermärkte ansprechen. Bisher beliefert er vor allem Hofläden. Meine Frau sorgt für das Familieneinkommen und ich habe noch ein, zwei Jahre Zeit, die Imkerei wieder oder überhaupt dahin zu bringen, dass sie auch Geld einbringt, dass ich davon leben kann, dass eine Familie davon leben kann. Wie gesagt, ein, zwei Jahre. Noch immer weiß er nicht, wie Demeter zu den Laborergebnissen steht. Hallo Hartmut, schön, dass du kommst. Ja. Endlich kommt der Versuch. Also, René, komm. Ja, bring mir gleich hinter. Ja, komm mal hier mit rum. Jo. Hartmut setzt nicht auf Masse, sondern auf Qualität des Honigs. Genau wie Mirko wünscht er sich, dass ihre Anstrengungen als Bio-Imker besser bezahlt werden. Also wir hatten so als Ziel mittelfristig gesagt, wenn wir 20 Euro pro Kilo erwirtschaften, dann ist es so ein Level, dass man nicht das letzte Gramm aus den Völkern rauspressen muss, sondern wirklich moderat erntet und ja, die Bienen eben so hält, gerade bei dem Meter so hält, dass man ihnen nicht zu viel Stress macht. Er bekommt aber nur 10 Euro pro Kilo. Die Hälfte von dem, was er bräuchte, um als Bio-Imker über die Runden zu kommen. Mirko hat lediglich ein Viertel der gemeinsamen Bienenvölker übernommen. Er kann es sich leisten, weil seine Frau den Familienunterhalt bestreitet. Für Mirko ist die Honigernte nur noch ein Nebenerwerb. Er will nicht das Allerletzte aus den Tieren rausholen. Jetzt kommt da die Trachtlücke zwischen Raps und Linde. Ich bin über jedes Gramm froh, dass drin bleibt. Ja, und wie gesagt, der Versuch, möglichst viel drin zu lassen. Ist ja auch der Versuch, eben wirklich zu teilen und nicht nur zu räubern. Während konventionelle Imker im Jahr etwa 70 Kilo Honig pro Volk erwirtschaften, ist es bei ihm weniger als die Hälfte. Zum ersten Mal schleudert Mirko ohne Hartmut Honig. Ein ungewohntes Gefühl. Doch in einem Punkt gibt es jetzt endlich Gewissheit. Demeter hat eine Entscheidung getroffen. Mirko und Hartmut dürfen das Ökosiegel behalten. Dem Verband ist wichtig, dass die Bio-Imker in Mecklenburg weitermachen. Aber der Fall hat eine Debatte unter den Ökoverbänden ausgelöst. Sie müssen entscheiden, ob sie neben dem gesetzlichen einen eigenen Grenzwert für Honig einführen. Ich hoffe, dass jedem Kunden klar ist, dass in jedem Honig, weil die Bienen eben weit fliegen und sich nicht einsperren lassen, tatsächlich auch Rückstände zu finden sind. Wir schreiben es ja auf jeden Deckel drauf, dass es eben so sein kann. Ne? Dem Bio-Imker reicht das nicht. Er will noch einen Schritt weitergehen. Es muss den Imkern wieder möglich sein, die Völker zu pflegen, ohne darauf zu achten, dass sie möglichst viel Honig daraus kriegen. Denn wenn es Leute gibt, die sich um die Bienen kümmern, dann geht es uns tatsächlich allen besser. Denn jeder, auch der nicht Bienen hat und keinen Honig mag, der profitiert von der Bestäubungsleistung der Biene. Und das können nur die gesunden Bienen und gesunden Völker wirklich in einer vernünftigen Art und Weise machen. Meine Vision ist, dass sich mehr und mehr Menschen zusammenfinden und sagen, sie unterstützen einen Imker, ihre Region, darin, dass er so imkert, dass es den Bienen gut geht. Der nächste Morgen. Mirko muss den eingefangenen Schwarm nun ins neue Bienenhaus setzen. Er macht das zum ersten Mal. Und es klappt. Wenn seine Schwärme gesund bleiben und überleben, hat er gezeigt, dass sich die naturnahe Bienenhaltung lohnt. Vielleicht wird seine Art zu imkern dann auch Nachfolger finden. Also ich staune immer wieder, ne? Das ist doch ein Wunder. Hartmut und Mirko haben im vergangenen Jahr weniger Völker verloren als andere Imker in Mecklenburg-Vorpommern. Doch allein können sie das weltweite Bienensterben nicht aufhalten.